Das Schöpfwerk von Dimer ist zur Entwässerung des Hinterlandes unentbehrlich, seit das Bunder Neuland dem Meer abgerungen und immer größere Flächen des tiefer gelegenen Sieglandes landwirtschaftlich genutzt werden. Von hier fällt der Blick auch auf einen Kolk, der andeutet, dass das Bunder Neuland zu früh eingedeicht wurde. Die Schwäne fühlen sich hier wohl. Das ehemals mit Dampf getriebene alte Schöpfwerk hat seine Funktion 1970 an das neue abgegeben. Auf der rückwärtigen Seite kann man die Funktion des Gebäudes erkennen. Der Weg nach Süden führt über die internationale Dollardroute. Erste Station ist das Grashaus, die ehemals nördlichste Bastion des Kloster Dünebrock gegen den Dollard. Das historisch wertvolle Vordergebäude droht zu verfallen. Die Wand wurde im Laufe der Jahrzehnte vom Wind eingedrückt. Vom eigentlichen Kloster selbst zeugen in dem heute von Georg Rehnt Eisen genutzten landwirtschaftlichen Gebäude nur noch zwei Reliefplatten. Es wird vermutet, dass das heutige Gebäude teilweise auf den Fundamenten des Klosters errichtet wurde. Beim ehemaligen Zollhaus von Kloster Dünebrock biegen wir in nordöstlicher Richtung ab und erreichen südlich wie Meer den Brualer Schlot. Er wurde an dieser Stelle während der nationalsozialistischen Herrschaftszeit von Sträflingen gegraben. Er hatte eine Verbindung zur Ems und diente unter anderem zur Torfabfuhr. Für die Entwässerung des Moores liegt er teils zu hoch, sodass ein Rohr unter ihm hindurch das Wasser abführt. Nach einem kurzen Abstecher an den ehemaligen Standort des Straflagers in Brual nehmen wir in Vimer Rauch wahr, der aus einem Stokus aufsteigt, in dem bis heute Obst eingedeckt wird. Über den Schmuggelpatt erreichen wir das ehemalige Landarbeiterhaus von Gerhard Tülp, das heute denkmalgeschützt ist. Auch hier finden wir das typische Stokus nebendran. Später biegen wir beim alten Zollhaus von Dimer in die Mühlenstraße ein und erreichen ein ehemaliges Spülfeld, das zum Gebiet für naturnahe Erholung ausgebaut werden soll. Auf dem Rückweg passieren wir das eine oder andere Feld, auf dem Hanf angebaut wird. In der Grundschule des Ortes findet gerade praxisnaher Sachunterricht statt. An der Ost-West-Straße sehen wir ein weiteres denkmalgeschütztes Landarbeiterhaus,
das ursprünglich einen Kilometer von der damaligen Siedlungsachse in Richtung Hochmoor versetzt gebaut worden war. Es ist original erhalten. In dem liebevoll gepflegten Garten werden zur Erntezeit die Erbsen zum Trocknen aufgestockt. Später weisen uns Schilder über die internationale Dollardroute hinweg den Weg zum Landschaftsschutzgebiet, das uns Landschaftswart Paul Blohm näher bringt. Höhepunkt der Führung ist die Besichtigung der letzten Abtorfstelle. Was hier so aus der Kuhle gegraben wurde, dieser Torf, das war für so ungefähr für einen Winter und für einen Haushalt. Das ist jetzt eine neue Moorschicht, die sich wieder gebildet hat auf 1,20 Meter Tiefe. Über diese Allee kommen wir zur Ausgangskreuzung zurück und fahren über die gepflasterte Kirchstraße. An deren Ende treffen wir auf das 1886 errichtete neugotische Gotteshaus. Der freistehende Kirchturm datiert aus dem Jahr 1788. In Richtung Bunde zeigt uns rechter Hand die mächtige Kastanie den Standort der ehemaligen Schmiede von Anton Kohlmann an, der seine Esse heute nur noch selten anfeuert. Die Kastanie, erklärt er, zieht im Sommer alle Insekten in ihr Laub, sodass wir unten in Ruhe die Pferde beschlagen konnten. Auf dem Weg nach Bunde kommen wir in Bohn an Geschäft und Gaststätte von Heini Müller vorbei, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Hier wird die Hektik der angeblich modernen Zeit ausgesperrt. Hier regieren Ruhe und Beschaulichkeit. Hier steht noch der Treckpott auf dem Kohleherd.
Beschaulichkeit auch bei Schuhmacher Johann Haken, dessen Geschäft und Werkstatt an der Kreuzung nach Stapelmoorer Heide fast nur Eingeweihte finden. Hier wird repariert, was anderswo nicht mehr als lohnend empfunden wird. Hier wird der Wegwerfgesellschaft der Spiegel vorgehalten. Die alte Dorfschule von Bohn dient heute als Versammlungs- und Veranstaltungsraum. Wir passieren sie, nehmen wenig später die Silhouette von Bunde wahr und biegen über die Bohnster Straße in den Zentralort der Samtgemeinde ein.